Ja, wait, Moment, hier lang. Das ist mit... Wow, wow, wow! Spaß. Bitte was? Spiel, was willst du von mir? Jetzt mal ehrlich. Das war doch gerade echt der Punkt, wo ich meine, wo ich 15 Estus nicht brauche, weil ululul, ich werde ja eh getötet. Da hilft halt auch keine Estus. Ich schwöre, ich kann wahrscheinlich in der Zeit, wo der schießt, nicht mal trinken. Weil in der Zeit würde der mich wahrscheinlich einfach nur instant zerhäckseln. Alter, läuft er da hinter mir immer noch nach? So, Achtung, Achtung, Achtung. Wow, die Reaktion. Alter, was willst du denn für Reaktionszeiten haben? Jetzt mal ehrlich. Na, ich bin tot. Du musst doch vorher schon wissen, dass der schießt, um ausweichen zu können. Oder habe ich gerade einen am Sender? Die Ecke ist halt so nicht lustig. Was und wahrscheinlich kommt just for fun am Ende dann so, oh guck mal, hier ist eine Nebelwand und ein Boss und ach ja, zwischendrin gibt es leider keinen Bonfire mehr. Das haben wir vergessen reinzubauen. Also ein Fake von Bonfire, was man nicht, ne, dingsen kann. Was wäre hier links? Fuck das, hier will ich nicht lang gehen. Ja, ich scheiß mittlerweile auf Seelen, das ist vollkommen richtig. Ich brauche, glaube ich, 38.000 zum Aufleveln. Ich kann es eben gucken, aber ich scheiß auf Seelen. Ich brauche 31.000 zum Aufleveln. Jeder Mob von denen gibt 4.000 oder so. Wie viel ich davon schlachten müsste, ohne zu sterben. Das ist halt vollkommen egal. Und die Seelen haben wir, gibt es genug andere Sterne in dem Spiel, wo ich mir die besorgen kann, aber definitiv nicht hier. Frag mich halt, ob ich hier einfach runterdroppen kann und gerade auslaufen kann. Das sieht ein bisschen tief aus. Ich weiß nicht, was er da macht. I don't care. Ich laufe einfach. Okay. Fucking leck mich am Arsch. Bonfire, please. Oh, noch mehr von den Viechern. Willst du mich verarschen? Ja, Rabbi, ich stream und ich verzweifle, weil dieses Gebiet hier einfach der pure Terror ist. Ich müsste erstmal zu Manus kommen. Ist ja nicht so, als ob das Gebiet hier einfach mal die tödlichsten Sniper der Welt hat. Versuch's mit Distanzkampf. Oh, da habe ich ja so viel von. Ich weiß, dass ich die killen. Ne, ich kann die gerade nicht killen. Also ich kann sie im Moment nicht. Wow, hallo. Oh mein Gott, das wird so lustig. Wenn der so viel Schaden macht wie alles, was bisher mir entgegengesprungen ist, dann Prost Mahlzeit. Dann bin ich jetzt einfach One-Hit. Guckt er mich einfach nur an. Pff, tot. Guten Tag.
Und jetzt? Wow. Man nannte dich auch Dalsim, ja? Aha, okay, nach links rollen. I see. Bitte was? Alle Bosse in diesem DLC haben eins gemeinsam. Es ist scheißegal, ob du rollst oder nicht, sie töten dich trotzdem. Das war beim fucking... bei... Artorias war das nicht so. Artorias war okay. Aber... Dingenskirchen hier, der komische Löwenfuzzi konnte das. Und Manos trägt das auch. Cool. Was soll der Scheiß? Bei jedem anderen Boss... Oh, guck mal, du bist gedodged. Gratulation, du kriegst keinen Schaden. Oh, guck mal, ich bin Guardian Beast. Oh, guck mal, ich bin Manos. Deine Rolle interessiert mich einfach ein Scheißdreck. Was soll der Mist? Jetzt mal ehrlich. Nein, mein Char trägt keine Absätze. Danke für den Tipp, Ravi. Oh, für eine Seele. Ja, super, ist aber auch. Nicht so viel. Kriege ich jedes Mal die Cutscene? Das ist Bullshit. Das war zu früh, das lasse ich mir einreden. Wie ich dem ausweiche, ist mir ein absolutes Rätsel. Pff, natürlich. Delayed. Nice. Oh, wird der lustig. Nein, wird der lustig. Das ist wahrscheinlich wieder ein Caster-Boss. Aber ich habe genug über Caster gerantet, Fakt ist. Manos ist der Popoklatscher der Nation. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist Manos der Cheater schlechthin. Weil er einfach dieselbe Fähigkeit hat wie Sanctuary Guardian. Und zwar die Invisible Frames deiner Rolle vollkommen zu ignorieren. Und das auf Good Luck. Und meiner Meinung nach sind die Typen, die diese... Genau diese Typen machen mich wahnsinnig. Diese fucking Typen machen mich wahnsinnig. Und es ist halt auch scheißegal, was du für Armor trägst. Es ist einfach... Oh, guck mal, da läuft der... Pschung, tot. Die Teile sind dann noch zielsuchend und Homing und überhaupt und alles, ey. Die Lache ist mir inzwischen echt egal, aber den Schaden, den die drücken, ist halt, du kannst dich auch gefühlt mit nichts gegen den Schaden rüsten. Also echt mit nichts, ich habe alles ausprobiert. Fluchresi, Magieresi, nobody cares. Oh. Du brauchst halt auch die Reaktion. Guck dir halt den Schaden an, Mann. Ist nicht so, als ob ich ein fucking... Ich hör's halt nicht, weil irgendwas rumschreit. Also ich hab ein fucking Shield an, das Magic Damage reduziert. Das interessiert den Scheißdreck. Kann ich nicht, Ravi. Wenn ich mit dem Shield block, bin ich genauso tot, weil ich danach gestaggert bin.
Das ist Insta-Stagger. Das ist vollkommen bescheuert. Das sind die krankesten Mobs. Besonders der eine, der da platziert ist, weil den kriege ich nie im Leben tot. Beziehungsweise doch, ich kriege ihn tot, aber den Umweg, den ich da verlaufen müsste, ist einfach nur lächerlich. Ja, er kann ja von mir aus rumschreien, aber muss auch so rumschreien, dass ich den Spell von dem Caster nicht mehr höre. Weil das ist das Einzige, worauf ich mich gerade verlassen kann, dass ich den Spell vom Caster höre und dann innerhalb von einer Nanosekunde reagiere. Blödsinn. Einfach nur Blödsinn, sorry. Die Mechanik ist der größte Rotz. Mit Abstand. Mit Abstand. Das Dümmste. Das ist einfach echt das Dümmste, was mir im Spiel bisher untergelaufen ist. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ja genau, er trifft mich am kleinsten hier und dein Charakter, ne, ist einfach... Bin ich wieder doof? Ich bin zu doof zum Seelenduken. Weiß nicht warum. Homeworld Bones MP, aber Seelen... Oh, ich glaube, weil die nochmal eine Confirmation Box haben, deshalb. Whatever. Du Rabbi, selbst wenn ich den Invis-Spell hätte, ich habe keinen Slot, um ihn auszurüsten. Ich kann den blöden Spell nicht ausrüsten, weil ich keinen Slot habe. Und ich habe nicht genug Magie, um irgendwelche Magie zu wirken. Und es kann doch nicht sein, dass in jedem Spiel die Antwort auf alles fucking Magic ist. Nein, ich habe keinen Attunement Slot. Nicht einen. Es ist so crazy. Jetzt erklär mir nochmal, wofür ich rolle, Mann! Ich versteh's nicht. Ich rolle, seine Attacke geht durch mich durch. Ich krieg Schaden. Warum?